Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder ein Elfmeterschießen gegen meinen Bruder. Das letzte Mal kam es hier richtig gut bei euch an. Richtig geil, dass ihr diese Elfer-Schießen wieder feiert. Gleich danach machen wir natürlich auch noch wieder ein Footdraft. Ihr kennt das Ganze mittlerweile. Ich brauche es nicht zu erklären, Leute. Lasst natürlich wieder ein Like da. Lasst natürlich wieder ein Abo da, wenn ihr weiter in diese Elfmeter-Footdraft-Challenge sehen wollt. Ich würde sagen, wie viele Likes? Also 4000 Likes. 4000 auf meinen Nacken. Ah, 4000 Likes auf meinen Nacken, Leute. Dann gibt es auf jeden Fall demnächst noch ein Elfmeterschießen gegen meinen Bruder. Und ihr wisst es, Leute, wie immer in die Kommentare, wer gewinnt. Hashtag Till oder Hashtag Klaas oder Hashtag Grün oder Hashtag Blau. So, Leute, und ihr seht es schon, wir haben wieder die Camouflage-Hoodies an, in Grün und in Blau. Und viele hatten gefragt, ob es die wieder gibt, weil die waren ja lange Zeit ausverkauft, beziehungsweise in den kleinen Größen, in S und in XS, waren die ausverkauft. Jetzt gibt es die aber auf jeden Fall wieder, den Grünen und auch den Blauen, auch in Größe S und in XS. Also, falls ihr darauf Bock habt, könnt ihr gerne meinen Shop auschecken. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und ja, da gibt es natürlich auch die ganzen anderen neuen Nice-Shirts und so weiter. Und es gibt auch neue Autogrammkarten, und zwar diese, Leute. Das sind einmal die und die. Wir haben jetzt zwei Paar Autogrammkarten sozusagen. Hier, Leute, guckt euch das mal an. Ja, die habe ich alle. So viele da. Die habe ich alle für euch unterschrieben, und das sind die neuen halt. Also, falls ihr darauf Bock habt, Link zu meinem Shop ist oben direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, wie immer, Leute, wir starten direkt. Los geht's. Heute gibt's das Duell Bayern gegen Dortmund. Ihr könnt natürlich auch gerne weitere Duellvorschläge in die Kommentare schreiben. Nicht irgendwie El Clasico, weil das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Jetzt also. Tausendmal gemacht. Ja, haben wir schon tausendmal gemacht. Auch auf meinem Kanal zum Winter. Genau, Leute. Checkt natürlich auch seinen Kanal aus. Link ist in der Videobeschreibung, Leute. Könnt ihr gerne abonnieren. Du bist Dortmund. Genau, ich bin Bayern, und ich würde sagen, ich lasse es direkt so, oder? Bist du bereit? Boah, Dembélé, Alter. Die letzte Zeit mit Dembélé im Dortmund-Trikot. Okay, schauen wir doch mal. Danach gibt es, wie gesagt, das Footdraft. Ihr wisst es, wie es funktioniert. Wenn ich jetzt 5:4 das Elferschießen gewinnen sollte, darf ich mir 5 Spieler im Footdraft aussuchen. Den Rest muss ich automatisch vervollständigen. Er hat dann 4-mal getroffen, darf sich 4 Spieler aussuchen. Ihr kennt das Ganze mittlerweile. Okay, Leute, bist du ready für den ersten Elfer? Ich gehe direkt auf Risiko mit Arturo Vidal. Ah, Golasso 1:0. Oh, Pierre-Emerick. Aubameyang, hä, wen habe ich im Tor? Ulreich, ey, das sind die aktuellen Kader. Na, Neuer ist verletzt. Ey, das ist ein Vorteil für dich, wollte ich gerade sagen. Ich dachte, Aubameyang ist ein guter Schütze. Ja, ist ja auch. Was hast du gemacht? Ja, aber dass der den, weil bei guten Schützen ist das ja so, dass der ein bisschen... Ach, der labert und labert den ganzen Pack. Okay, jetzt Lewandowski, come on, Digga. Lewandowski, gerade Anlauf, du weißt es. Hör mal auf zu gucken. Ey, dieses scheiß Kabel, weil der Controller leer ist. Okay, bist du bereit? Okay, come on, David Teff. Dich! Nein! Ich dachte. Gut gehalten, Alter. Oh, Marco Reus. Come on. Ja! Ulreich ist so eine Maschine, Alter. Der hat noch keinen getroffen. Was ist los mit dir? Nein. Junge, noch keinen einzigen Elfer. Wir haben jetzt einen Elfer getroffen. Was machen wir hier? Aber jetzt. David Alaba. Ohoho! Golasso! Der war fresh, Alter. Der war richtig fresh. Okay, scheiße. Dembélé. Eiskalt, dieser Typ. Eiskalt, Dembélé. Okay, come on, Robben. Ich versuche jetzt mal was ganz Besonderes, Leute. Ich versuche was ganz Besonderes. Außenriss. Elva, habt ihr es gesehen? Gegen den Pfosten. An den Pfosten. Nein. Der wäre so Baba jetzt gewesen. Nein, du hast auch 2 verschossen. Deswegen, beide haben. Du musst jetzt treffen, um auszugleichen. Oh mein Gott. Ey, Mann, ey. Das ist. Ey, Elva schießen, Digga. Das macht aber wieder Bock. Okay, come on jetzt. Come on. Komm. Nein, er hat die. Digga. Er hat die. Ey, wenn du jetzt triffst, hast du gewonnen. Bitte nicht. Nee, warte mal. Hast du denn gewonnen? Nein, du hast dann gewonnen. Oh, Carrasco. Gonzalo Castro. Was erzählst du da? So, ich hab mich verlesen. Okay, come on. Castro. Gegen Ulreich. Ich muss ihn haben, Leute. Ich muss ihn haben. Komm. Ja! Was machst du? Ich hab aus Versehen einmal ganz kurz angeklickt. Ganz kurz. Thiago, komm. Nein. Du bist selber schuld, Leute. Jetzt werde ich dich dafür abziehen. Ich sag's dir. Okay, komm. Come on! Ich wusste es. Habe ich immer wieder gut verarscht. Nein, ich nehme mich ganz locker auseinander. Oh, Erik Dorm. Gegen Ulreich. Oh, huh, Latte, das war's. Ulreich, der Elferkiller. Ja, weil ich dir noch eine Chance gebe. Ach, du hast mir eine Chance gegeben. Ja, wahrscheinlich schieße ich so einen Kuller. Na, du bist halt verscheißt. Ganz ehrlich, das ist das Ding. Das ist doch Ulreich. Doch, das ist Ulreich. Okay, wie viel ist jetzt ausgegangen? 3:2 oder so? Ist das schwach, Mann. 3:2. Egal, aber mein Lattenschuss. 3-3, was? 3-3, Leute, nix. Ich habe 3-2 gewonnen, das heißt, ich darf mit 3 Spieler aussuchen. Schreib mal Hashtag Ehrenmann in die Kommentare, weil ich dir eine Chance habe. Du hast mir keine Chance. Natürlich. Was?
Leute, hat der Kullerball geschossen, Mann. Oh, Chance. Leute, hat er mir eine Chance gegeben oder nicht? Ihr schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir müssen jetzt mal schauen. Wenn ihr meint, ich habe eine Chance gegeben, schreibt Hashtag Ehrenmann. Ey, komm, wie? 3-2. Okay, das heißt, ich darf mir drei Spieler im Footdraft aussuchen. Du zwei. Nein, eigentlich 3-3, Alter. Ach, du laber nicht so eine Scheiße. Wir starten ins Footdraft, Leute. Ehrenmann. Let's go. So, Leute, ich leg mal wieder los. 3-4-3-Formation ist perfekt. Allerdings, ja, drei Spieler darf ich aussuchen. Den Rest muss ich dann vervollständigen. Voll vervollständigen. Das heißt, es ist auch mal ein bisschen Glückssache und drei Spieler ist jetzt auch nicht so viel, muss man sagen. Okay, Bale oder Griezmann? Das ist jetzt die Frage. Bale oder Griezmann? Aguero. Ich glaube, ich nehme Griezmann mit. Weil wenn du Messi bekommst, hast du Aguero, glaube ich. Nee, ich nehme Griezmann mit. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich links und rechts Messi und Ronaldo bekomme. Wir fangen rechts an. Komm on, bitte Messi, komm on! Ja, yeah, 95er Messi! Du bekommst jetzt keinen Ronaldo. Bam, Alter. Ja, wird jetzt schwer, wird schwer jetzt. Ronaldo zu bekommen, aber okay, komm mal, Nase des Packlacks. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, komm on! Nein, es wird nicht Ronaldo. Oh, Neymar! Ja, aber ist klar. Hazard auch noch. Hä, es hätte ja Ronaldo werden können, wenn er 98er Hazard. Shit, bekommt. Okay, was meinst du? Würdest du mitnehmen, Neymar oder Hazard? Neymar, Hazard schon heftig. Neymar ist PSG. Aber, ja, aber. Coutinho. Was für Coutinho? Obwohl, ne, Coutinho bringt gar nichts. Hazard, ich weiß nicht, Digga. Mit Red. Hazard, okay. Ich nehme Hazard mit, Leute. Das heißt, das sind meine drei Spieler. Den Rest muss ich jetzt vervollständigen. Ach, komm, Alter. Das Ding ist, du hast zwei Spieler. Das wird vielleicht... Was? Ey! Oh, Carrasco ist okay. Aber was ist... Hä? Ja, Neymar. Was ist das für eine... Was ist das für eine Bank, Alter? Die ist ja komplett, Bro. Was für relativ schwer die... Ey, Mann. Aber warte mal. Ich könnte vielleicht ein bisschen was rausholen. Die Maria... Hier rüber, zack, hier Corsava rein, Danilo habe ich auch noch. Ich stell mal kurz um, Leute, und dann sehen wir uns gleich wieder. 80 Chemie, gar nicht so schlecht kommen. Habe ich noch Mittelfeldspieler aus der La Liga? Oh, weg Xabi Alonso noch bei Real Madrid wie früher. Da wäre das hier perfekt gewesen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, 86er Bewertung. Wir schauen mal kurz. Oh, hier 5 Chemie noch. Aber sonst. Warte mal, er hat das nicht gerade. Gebracht. Shit, Mann, ey, wäre Xabi Alonso noch bei Real, Leute, dann wäre ich, glaube ich, auf voller Chemie, oder? Dann hätte Xabi Alonso, wäre ich auf... Ja, ne. Ja, okay, das Team ist okay. 90 Chemie, wir schauen mal, plus Manager noch. 91, hat gar nichts gebracht. 95 Chemie. Guck mal, jetzt Xabi Alonso noch als La Liga-Spieler, dann hätte der, ja, hätte der 100, also 10 Chemie, dann wäre ich auf 99. Naja, okay. Aber das Team ist für Vervollständigung eigentlich fresh. Dein Verteidiger passt doch nicht an. Ja, Corsava wäre natürlich broke. Wäre das irgendwie noch Marquinhos oder so gewesen, das wäre perfekt gewesen. Aber okay, ich bin zufrieden mit dem Team. 95er Chemie, 86er Bewertung. Das heißt, wir kommen jetzt zu deinem Draft. Das beste Vervollständigungsgraft. Ja, wir schauen mal. 181. Das ist das Beste, was wir bisher haben. Ja, ist schon, ist nicht das Beste, aber ist schon gut, würde ich sagen. Das Vervollständigungsgraft. Ja, Vervollständigen ist für den 181er schon gut. Schauen wir mal, ob du das Ganze jetzt schlagen kannst. Sonst habe ich Elferschießen und Footdraft auch noch gewonnen. Ja. Du könntest. Weil ich die Chance gehabt. Ach komm, du könntest jetzt noch einen Unentschieden rausholen. Egal, ach komm, wir kommen zum Time for Draft, los geht's. Ja. So, das sind deine Formationen. 3-4-2. Die beste Formation. Okay, das heißt, wir haben beide eine ähnliche. Also eigentlich so gut wie dieselbe Formation. Du darfst aber nur zwei Spieler aussuchen. Oh, Lewandowski. Ja, nämlich selten. Ja, wir haben es ja mal so gemacht, dass der Captain, wenn er schlecht ist, so, ja. Aber der ist ja nicht schlecht. Das heißt, wir haben es früher immer so gemacht, wenn man nur zwei Spieler hat, wenn dann ein schlechter Captain. Schlecht ist, man kann ihn einfach. Nee, komm, mach, Alter. Wenn der Captain schlecht ist, dann darf man den sozusagen einfach mitnehmen und dann noch zwei machen. Jetzt hast du nur noch einen. Rechter Stürmer? Ja. Okay, dann hau mal raus. Der könnte auch heftig werden. Nee, oh mein Gott! Nein, ich weiß Messi, aber ich muss eigentlich Robben. Nein, nimm Messi mit, Digga. Ey! Ich muss Robben. Ja, ich weiß, aber. 99er Messi, ich Digga. Muss Robben. Du kannst nicht Robben mitnehmen, ja, ich muss. Du musst eigentlich für die Chemie, ne? Lewandowski ist ja, ja schon machen. Mach wie du es willst. Alter, was sind das? Ich muss Robben. Okay, Robben ist am Start. Ey, was sind das für zwei Spieler gewesen, Leute? Ja, zwei Tots. Ein 98er, ein 99er. Okay, komm, hau raus. Schauen wir mal. Was ist das für ein Torwart? Okay, kein Bundesliga-Spieler. Van Arnold, Lemar, Coutinho, Verratti. Piqué, aber der Rest ist scheiße. Okay, Piqué ist gut. Hauptsache Piqué. Ja, Piqué ist stabil, muss man sagen. Aber das Ding ist, du hast Rulli sogar. Die Jogginghose. Bam, packst du direkt rein da. Aber, okay, es wird schwer. Es wird schwer, das Ding jetzt hier auf 100 Chemie zu kommen. Boah, ist schon eine. Boah, 12 Chemie hat der gerade gebracht, Coutinho. Warum? Ah, Van der Lallana links. Warte mal, jetzt musst du noch Pastore austauschen.
Ja, für einen Premier League-Spieler. Ey, dein Team ist heftig, Mann. Dein Team ist ehrlich gut. Du brauchst einen Premier League-Spieler im Mittelfeld. Hast du einen? Warte, lass mal kurz schauen. Chill mal kurz ein bisschen. Du könntest eventuell entweder Coleman, Van Arnold oder Vertonghen dahinstellen. Versuch mal mit Vertonghen. Coleman, okay. Obwohl, tauscht mal noch Coleman mit Van Arnold. Schauen wir mal. Obwohl, warte mal. Oh, ey, warte. Und jetzt, du hast Williams. Tauscht mal Williams mit Elustondo. Hier, die beiden Innenverteidiger. Ey, Verratti, du hast eine ganz andere Liga. Hier, den mit dem, mit Williams. Ja, okay, ein Chemiepunkt. Krank. Du bist, ja, du kannst noch sortieren, dann kommst du vielleicht auf eine 86er Bewertung. Schau mal ganz kurz. Okay, Manager noch kurz. Schauen wir mal. La Liga Manager. Obwohl, du hast Premier League. Ja, doch, der letzte ist Premier League. Schau mal. Zack. Oh, 86. Und jetzt, warte mal, du hast noch Vertonghen. Stell mal Vertonghen rein, vielleicht noch für einen Innenverteidiger. Könnte dir noch mehr bringen. 172. Ja, okay, du wirst nicht am Minecraft rankommen. Aber ich kann nicht machen, das nur. Ja, stell mal kurz Vertonghen rein, Leute. Okay, Leute, das war's dann von diesem Video. Ich würde sagen, Elfer schießen mal wieder ganz locker gegen dich gewonnen. Footcraft auch gegen dich gewonnen. Aber ja, okay, ich habe dir die Revanche heimgezahlt. Beim letzten Mal hat er gewonnen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt jetzt auf jeden Fall noch meinen Shop aus, falls ihr Bock habt, auf den grünen oder auf den blauen. Camouflage-Hoodie gibt es jetzt auch, wie gesagt, wieder in Größe S. Und ja, neue Autogrammkarten gibt's natürlich auch. Hier, so sehen die ganzen aus. Und ja, könnt ihr gerne abchecken. Link ist wie gesagt ganz oben in der Beschreibung, Leute. Macht's gut, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt seinen Kanal aus, lasst ihm auch ein Abo da rein und ciao!